Könntest du bitte aufhören, da zu buddeln? Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Captain of Industry. Ja, was haben wir heute vor? Ich würde sagen, wir wollen mal gucken, dass wir ein bisschen größer werden, dass wir ein bisschen effizienter werden, ein paar Sachen verschieben. Sowas haben wir heute vor. Ich lasse erstmal laufen, damit hier überhaupt wieder was passiert. Da fahren die LKWs wieder. Und wir hören auch wieder was. Sehr schön. Das bisschen Eisen hier, das reicht nicht. Wasserversorgung wird gerade hergestellt. Tankstelle. Die haben wir da vorne hingepackt. Das macht auch irgendwie Sinn. Grundwasserpumpe. Juhu, haben wir. Neue Flüchtlinge. Hurra. Das heißt, wir haben wieder mehr Leute. Das bedeutet, hier unsere elektrische dürfte jetzt auch wieder arbeiten. Jo. Sehr gut. Das geht deutlich schneller. Ich würde behaupten, wir machen hier so eine, nennen wir sie Schmelz-Area. Weil wir wollen da Hochöfen hinsetzen. Einmal für Eisen, einmal für Kupfer. Und dann die Gießereien irgendwo dazu packen. In die Nähe, wie auch immer. Da müssen wir mal schauen, wie genau wir das machen. Den Baum wegholen. Und dann diesen Bereich abholzen. Das heißt, wir bauen uns erstmal hier so einen Holzernter und nochmal zwei LKWs. Jetzt gehen wir mal in den Planungsmodus. So, Hochofen. Fangen wir hier an. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mache ich jetzt eine zweite Reihe und lasse die gegeneinander laufen? Das wäre vielleicht auch gar nicht so clever. So clever, genau. Wäre gar nicht so clever. Dann machen wir das nochmal. So. Das, komm, da hin, danke. Und stehen bleiben, danke. Und das haben. Dann schnappen wir uns den Abreißer. Das ziehen wir jetzt. Dahin. System habe ich auch noch nicht so richtig raus. So, das haben wir. Wunderschön. Build Wasserwerk. Wasserwerk! Da muss ich sagen, die Dinger finde ich blöd, die unbedingt dran müssen. Weil jetzt, guckt euch das an. Den habe ich da so scheiße hingestellt. Das heißt, ich muss den Turm jetzt nochmal wegmachen, damit ich hier das Wasserwerk hinsetzen kann. Damit der angeschlossen werden kann. Das ist doch doof. So hin. Irgendwie würde es Sinn machen, die Abwasserleitung dahin zu setzen. Du bist zu niedrig. Da oben bräuchte ich nicht hinsetzen. Aber dahin ginge. Dann widmen wir uns mal wieder. Widmen, nicht widmen. Dem Projekt. Da muss ich noch ein bisschen denken. Was hatte ich jetzt gesagt? Die produzieren Schlacke. Und zwar 12. 12 Schlacke. Auf ein solches Band passen 60. Das heißt, ich kriege das nur mit den 5 hin. Ja, kein Problem. Aber bei denen könnte das jetzt funktionieren. Und wir lassen wir die Schlacke auch hier vorne hinlaufen oder lassen wir die Schlacke nach hinten laufen? Pass auf. Wir lassen die Schlacke nach hinten laufen. Und zwar direkt in einer Höhe. Da geht Schlacke raus. Das heißt, wir ziehen die Schlacke hier hinten hin. Das ist gut. Alle Produkte in die eine Richtung, alle Abfälle in die andere. So machen wir das. So. Aber jetzt ziehen wir noch ein Stückchen weiter. So. Zack. Haben wir. Und das Ganze machen wir jetzt so. Jetzt muss ich aufpassen. Was ist denn hier? Warum bist denn du jetzt so?
Warum bist denn du jetzt so weird und hast den Anschluss auf der Seite? Die sind alle einheitlich. Und du hast jetzt hier die extra? Ist mir egal. Die Seite kommt nach unten. Du kommst dorthin. Jetzt gehen wir hin. Ziehen die Dinger einen höher. Zurück. So, dann ziehen wir es jetzt so da drüber. Und zwar erstmal dahin und dann noch bis da. So, haben wir. Und jetzt kommt der Spaß nämlich von der Seite. Fehlen noch die Schornsteine. Da haben wir gesagt, 24 gehen raus. Da haben wir gesagt, 60 gehen rein. Das sind 2,5. Wir versuchen es trotzdem. Wir packen einen Schornstein hier hin. Und einen Schornstein setzen wir hier hin. Jetzt packen wir die Rohrleitung. Packen eine Rohrleitung hier hin. Eine Rohrleitung. Eine Rohrleitung hier hin. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Krieg ich jetzt die Rohrleitung? Die Rohrleitung. Und dann von hier aus. Oh, das sieht aus, als würde das gehen. So, jetzt können wir uns Gedanken machen, wie wir den Spaß hier anschließen. Also, ich habe gesagt, wir brauchen Schüttgutlager. Wir brauchen für die Seite 2 Schüttgutlager alleine für Erz, was wir von da holen. Mache ich das Erz einfach per Band direkt hier hin. Ich will, dass die möglichst wenig Weg haben. Schüttgutlager setzen wir hier oben eins, also hier so eins hin. Dieses Band geht dahin und dieses Band geht dorthin. Also, wir brauchen 2 oben, 2 unten. Schüttgutlager. Dahin, dahin. Eigentlich lassen wir komplett da reinlaufen. Dahin. Wo geht's dahin? Wir müssen von hier ein Förderband hier hinsetzen, das hier dran vorbeigeht und da rein. Und dann sagen wir hier auch da rein. Von hier aus setzen wir ein Band. Hier vorbei. Das dahin, das dann da reingeht und da reingeht. Uns fehlt jetzt noch Kohle. Kohle brauchen wir 9. Da müssen wir tatsächlich die LKWs jetzt noch fahren lassen, weil ich weiß nicht. Gut, ich könnte auch Band hier rumlegen. Ist vielleicht gar nicht so doof, ne? Pass auf. Hier zwischen macht keinen Sinn. Hier jetzt müssen wir das hier vorne hinsetzen. Pass mal auf. Versuchen erstmal. Hier kommt Kohle rein. So. Dann sagen wir. Okay, du machst einmal einen großen Bogen. Richtig angeschlossen bist, ne? Da geht's wieder runter. Okay. Oh, das geht. War es gar nicht so unsmart. Aber auch garstig mit dem Wetter hier. So. Jetzt schnappen wir uns den hier, kopieren ihn dorthin, drehen ihn um. Bist du mir genau im Weg? Für dich hätte ich gerne
Hier ist da dran. Ja, okay, ist halt so. Macht nichts. Genau. Da rein. Das wird ein bisschen mehr Kaskade hier. Oh, boah, es geht. So, Kohle geht da rein, Erz geht da rein. Ey, wunderbar. Das sieht nach einem vernünftigen System aus. Es fehlt noch ein bisschen. Wir müssen definitiv mehr Konstruktionsteile bauen. Ich habe 281. Wo kommen denn die Leute her? Sag mal, pimpern die so viel oder was? Wir machen das und das und das. Ihr kommt wieder hier hin. Du fährst wieder zurück. Du kriegst aber jetzt den Auftrag, Erde zu machen und nicht Kupfer. Vielleicht habe ich Glück und er buddelt hier drumherum Erde weg. Jetzt war er seid voll. Geh verklappen. Geh verklappen. Danke. Endlich. Sind die Kollegen unterwegs? Du bist auf deinem Weg. Und lieferst. Ja. Holy crap. Du lieferst erstmal 20 da rein. Passt. Ich sehe hier auch nirgendwo, wie viele gerade drin liegen, oder? Oder ist. Auch die Anzeige müsste das sein, ne? Das heißt, die müsste gleich 12 irgendwas stehen. Du machst das erstmal fertig, genau. Du arbeitest gerade das Eisenerzrezept ab. Das war jetzt aber nicht Sinn der Sache. Du sollst eigentlich den Eisenschrott abarbeiten. Ja, komm, mach das auch noch. Du kriegst das parallel hin, oder? Oh, hier sieht es gut aus. Ja, mach fertig. Perfekt, so will ich das haben. Das Zeug läuft automatisch hier rein. In einem großen Bogen um zwei imaginäre Gebäude rum, die wir gerade nicht haben und brauchen. Du bist fertig. Das heißt, hier hinten kommt Wasser rein. In der Hoffnung, dass es mit den Kartoffeln schneller läuft. Machen wir so. Ah, unser Schiff kommt zurück, nachdem es besucht hat. Okay, also das habe ich alles noch nicht verstanden. Forschungslabor 2. Wir müssen erstmal gucken, was müssen wir denn jetzt überhaupt... weil ich habe ja noch kein Forschungslabor. Da ist Forschungslabor 2. Das heißt, ich müsste doch eigentlich ein 1er schon erforscht haben, oder? Oder war Forschungslabor 1 das, was ich sowieso hatte? Du willst einstürzen. Könntest du bitte aufhören, da zu buddeln? Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Ein Käffchen. Trauriger Turm. Tschüss.